Thank you.
Ich kann nicht trinken, will was treffen, der dir
entsteht. Den Schurken, der den Hals soll brechen. Eure Tücken, eure Denken, eure Sinken,
Heule schreit. Die ganze Tag, die ganze Tag, die ganze Tag, die ganze Tag, die ganze Tag. So hinterher gehen, Ihre Konstante, mein Sonnchen und mich.
Er lebte zugleich hier auf sein Landhaus mit. Sondern Constanze war seine auserwählte Geliebte. Seine Geliebte? Was du? So hitzig. Sie ist doch nicht in die schlimmsten Hände gefallen. Der Papa hat doch so viel Delikatesse, keine seiner Frauen zur Liebe zu zwingen. Wie ich weiß, spielt er immer noch den nicht erhörten Liebhaber. Das war, das haben Sie mir noch geträumt. Sicher noch, lieber Herr. Aber bis in meinem Blondchen steht, das weiß er nicht. Das arme Ding schmachtet bei einem alten, hässlichen Kerl, den sie der Wasser geschenkt hat und vielleicht... Ach, das gar nicht mehr denken. Doch nicht der alte Kerl, der hier im Hause kommt. Ist der? Das ist Osmin, der Liebling des Vaters. Die Frage ist nur, wie wir es anstellen, hier wegzukommen. Dafür habe ich gesorgt. Ich habe ein Schiff in der Nähe. Pipi! Müssen wir es anstellen. Bald wird der Vater von einer Reise zurückkommen. Ich werde sie ihm als einen geschickten Baumeister vorstellen. Denn Bau ist sein Steckenpferd. Und dann sollen sie auf uns rauskommen und ihre Constanze wiedersehen. Bleiben Sie in der Nähe. Das soll ich nicht sehen. Thank you.
Thank you.
Hand auf die Kreise des Faules, mein Herr. Macht mir Ihre Liebe noch lieber, Herr. Das sei jetzt den magischen Stürm. Das stimmt. Dieser junge Künstler, der in Italien die Baumkunst studiert, hat von deiner Macht und seinem Reichtum gehört und kommt hier als Baumeister seine Dienste anzubieten. Herr, ich werde glücklich durch meine geringe Fähigkeit deine Beifall zu verdienen. Der Herr, ich will sehen, was du machst. Es geht nur, du sollst mich entscheiden. Hoffen, werde ich dich wieder. Let's go!